Okay. Drehe ich eigentlich schon? Ja. Servus Leute und herzlich willkommen zu Prince Charming. Heute ist der 9. August und demnächst startet Prince Charming und zwar schon am 17. August. Dann beginnt die erste Folge. Ich habe letztes Jahr ein paar Folgen von Prince Charming durchkommentiert, aber dieses Jahr gibt es natürlich die komplette Staffel von Folge 1 bis Folge 9. Und ja, wir schauen uns heute die großen Kandidaten, die 18 Kandidaten, die um diesen Herren kämpfen, an. Das ist der Herr Kim Tränker. Wir schauen uns schnell mal an, wie er denn so wirkt. Hi, ich bin Kim, 31 Jahre und ich komme aus Bremen. Ich bin Automobilkaufmann und ich bin der neue Prinz Charming. Der Prinz Charming letztes Jahr, der sah komplett anders aus und ich finde auch hier auf dem Foto sieht der Prinz Charming anders aus als mit den langen Haaren natürlich. Die langen Haare lassen ihn schon ein bisschen so wie dieses typische Jesus-Bild wirken, finde ich. Aber gut, schauen wir jetzt natürlich ganz wichtig rein, wer die Kandidaten sind. Das scrollen wir mal ganz nach oben. So, hier ein kleiner Sneak Peek von allen zusammen. Hier sehen wir ihn nochmal mit offenen Haaren auf dem TV Now Bild. Ab dem 17.8. ist es die Staffel verfügbar. Das ist der erste Kandidat, Arne, 40 Jahre alt? Okay, ich hätte tatsächlich nie gesagt, dass dieser Herr 40 Jahre alt ist, aber er kommt aus dem Bremerhaven, Beruf Operations in einer großen Reederei, okay? Versucht alles im Leben mit einer positiven Einstellung anzugehen. Das ist, finde ich, ein sehr guter Standpunkt, um mit 40 Jahren im Leben zu stehen. Da war ich kurz geschockt, hat 20 Kinder zwischen frisch geboren und 15 Jahren im engsten Familien- und Freundeskreis. Okay, schauen wir schnell noch zum nächsten Kandidaten. Wir haben ja genug Leute zum Anschauen. Der nächste ist der Ash, 27 Jahre alt, kommt aus Berlin, Programmmanager in einer Softwarefirma. Der ist etwas jünger als der Herr davor, aber wir wissen ja aus der Folge, aus der Staffel Princess Charming, dass eine 30-Jährige auch eine 20-Jährige gewinnen lassen kann. Ash findet Zac Efron sexy. Okay, er schaut ein bisschen aus wie Zac Efron. Ich weiß gar nicht, wie Zac Efron aussieht, aber okay. Der nächste Kandidat ist Bon. Bon kommt nicht aus Bonn, sondern aus München, ist 28 Jahre alt und Betriebswirt. Ich weiß nicht, was ein Betriebswirt ist, aber okay, Lebensmotto No Rice, No Life. Es gab mal so eine Phase, da haben wir daheim immer nur Reis gegessen. Es gab immer nur Reis, weil Reis einfach voll gut ist eigentlich. So, jetzt bin ich besser beleuchtet, deswegen schauen wir jetzt so schön beleuchtet zum nächsten Kandidaten. Ist der Corey, wie auch immer. Alter 33, ebenfalls aus Berlin, wie der Typ vorher. Und er ist Speditionskaufmann. Sein Lebensmotto ist Hakuna Matata, no worries. Okay. Und Liebe ist für ihn, wenn man sich geborgen und zu Hause fühlt. Hier mal ein kurzer Einspieler eines schönen Liedes. Mein Zuhause ist kein Ort, das bist du. Okay, und der nächste Kandidat ist der Felix. Er hat so nicht Schiedsrichter solche Trikots an, so ein typisches Schiedsrichter-Trikot. Er ist 24 Jahre alt, kommt aus Herbolzheim, keine Ahnung, wo das ist. Gelernter Friseur, Visagist, arbeitet in der Beauty-Branche. Man sieht schon, seine Haare sind gemacht, seine Wimpern sind gemacht, Augenbrauen meinte ich. Er hat ein Nasenpiercing und hier Tattoos über den ganzen Körper verteilt. Anscheinend haben alle Kandidaten so ein Lebensmotto. Sein Lebensmotto, after all, tomorrow is another day and gone with the wind. Okay, würde ich jetzt nicht so ganz unterstreichen, aber das klingt jetzt nicht so positiv, das Lebensmotto, aber vielleicht verstehe ich es auch nur falsch. Okay, cool, dann schauen wir noch zum nächsten Kandidaten. Kandidat Nummer 6, glaube ich, ist der Flo, hat so ein Grinsegesicht. Wohnort München, 34 Jahre alt und Marketingmanager. Sein T-Shirt ist eigentlich ganz cool. Im Vergleich zum Kandidaten davor keine Tattoos und er hat auch kein Lebensmotto. Aber dafür hat er außergewöhnlich viele Sexdates. Okay, wieso nicht? Wenn es ihm Spaß macht, soll er das gerne tun. Vielleicht wird es auch bei Prince Charming mal wieder abgehen, so wie letzte Staffel. Der nächste ist der Jan, auch so ein Grinsetyp mit einem Bandana am Kopf und er hat auch so ein Schiedsrichterhemd an. 26 Jahre alt, kommt aus Wien. Oh, servus, ein Wiener. Cool. Lehramtsstudent und Vertretungslehrer. Kann er Vertretungslehrer sein, wenn er erst Lehramtsstudent ist? Lächelt auf jeden Fall sehr sympathisch, hat auch das Gesicht sehr gepflegt mit seinen wie heißt das Ding? Augenbrauen heißen die Dinger, genau. Ist noch Single, ja, no shit Sherlock, sonst macht er nicht bei dieser Dating-Show mit, weil er den meisten Männern zu viel ist. Okay, dann kann ich mir vorstellen, dass er so wie er lacht, dieser ständige laute Lacher ist. Und ja, er bringt mit seinem Lächeln und seiner Schlagfertigkeit die Boys und den Verstand. Passt, der nächste Kandidat ist der, Jean Cedric? Wir müssen uns da, glaube ich, irgendwann mal austauschen, wie man den Namen ausspricht. Ist 30 Jahre, kommt aus Stuttgart und ist Creative Director in der Modeindustrie. Sieht man an seinem Shirt und an seinem Blick. Er schaut voll aus wie ein Model, so dieses typische Bitchface. Nein, wie heißen die? Resting Bitchface. Genau, das haben die Models drauf. Hat auch kein Lebensmotto, oder wird zumindest nicht hier geschrieben. Besitzt aber eine Kollektion von über 3000 Mangas und wünscht sich ein Krokodil als Haustier.
Bitte nicht, hol dir kein Krokodil als Haustier. Ein Krokodil als Haustier, lieber in der Wildnis, aber nicht als Haustier. Der nächste ist der Kevin, der schaut auch aus wie ein Model, ist komplett frisiert und seine Haut ist auch makellos, so wie sie aussieht. 32 Jahre alt, kommt aus Köln, ist Branch-Supervisor. Ja, habe ich noch nie gehört von diesem Beruf, aber gut. Seine größte Sucht ist Blistex? Was ist ein Blistex? Okay, wir wollen hier keine Werbung machen, es ist ein Körperpflegeprodukt. Wie heißen die Dinger? Wimpern? Nein. Mann, alles ist Wimpern im Gesicht bei mir. Der nächste ist der Lukas. Hat so ein bisschen blonde Haare, wie ich sie mal hatte. 23 bis jetzt der Jüngste hier in der Gruppe aus Hamburg und ist Schutzpolizist. Der Typ ist ein liebevoller Bad Boy und mit dieser Art bringt er die Boys und den Verstand. Ihm ist so gut wie nichts bzw. gar nichts peinlich. Da bin ich ja gespannt auf die Gespräche. Er hat auch keine besonderen Tattoos oder sowas, was man sehen würde. Da gibt es immer so die Typen. Die einen mit viel Tattoos, die anderen mit wenigen Tattoos. Der nächste, der Manfred, der schaut dem Typen vom letzten Jahr ein bisschen ähnlich, weil auch so dieses typische männliche Gebaute hat mit diesem Bart, größer, breiter. Ist 33 Jahre alt, Hamburg und beruflich Sachbearbeiter in einer Poststelle. Ja, also die meisten eh mit ganz normalen Jobs. Manche haben Jobs, die man einfach nicht kennt. Aber gut, er würde, okay, gerne mal in einem Porno mitspielen. Weiß nicht, wie schwer das ist, da in die Industrie reinzukommen, aber nimm dir einfach mal eine Kamera und mach was und lad hoch. Okay, nächste Szene. Der nächste ist der Markus. Der ist fix Model, Alter, wenn der kein Model ist. Oder Friseurmeister, gut, ist auch recht. 32 Jahre alt, aus Nordendorf. Auch sehr die Wimpern und die Augenbrauen und den Bart und die Haare sehr gepflegt und sehr herumrasiert oder wie man das sagt, keine Ahnung. Trägt ein Haarteil? Check ich nicht. Naja, der nächste Kandidat, den wir uns anschauen, ist der Maurice. Maurice, 22 Jahre alt, das ist jetzt der Jüngste bisher, der andere war 23, glaube ich, hat auch den ganzen Arm voll tätowiert. Und der Typ kommt aus Köln, ist angehender Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Bisher hatten wir noch keinen BWL-Studenten, da bin ich gespannt, ob noch einer kommt. Findet den frisch geouteten US-Bachelor sexy. Ja, da hätte er ja dort mitmachen können. Nein, natürlich kann er sich hier auch in den einen Herrn verlieben. Natürlich werden wieder alle 20 Kandidaten um einen Typen buhlen. Der nächste Kandidat, ich habe den Überblick verloren, welche Nummer es ist, Max 25, der drittälteste, wenn ich mich richtig erinnere, kommt ebenfalls aus Berlin, so wie sehr viele andere bisher, und ist Marketingmanager. Hat auch ein auffällig knalliges Shirt bzw. ein Hemd an. Schaut aber ein bisschen aus wie Kevin allein zu Hause, als er noch irgendwie 7 oder 8 Jahre alt ist. Er ist so das junge Gesicht in der Gruppe. Seine Hobbys, Drag, das sind quasi 7 Hobbys auf einmal. Ist es wieder Gino von der letzten Staffel? Weiblich kleidet und... Drag steht für Verkleidung, siehe Drag Queen. Okay, also Verkleidung aller Art. Gut, wir werden sicher in der Show erfahren, was er so tut. Er wird sich uns sicher mal auch anders präsentieren, wenn das sein großes Hobby ist. Der nächste Kandidat ist der Pascal. Alter 24, so jetzt haben wir alle, 22, 23, 24, 25, okay, aus Iserlohn und er wird, oder ist Erzieher. Er ist auch so ein Insta-Model, so weiß angekleidet, so eine Kette, lacht ein bisschen, hat auch die Augenbrauen und Wimpern gepflegt. Seine Hobbys sind, er hat keine Hobbys, aber er liebt Sprichwörter, er erinnert sich aber nur selten korrekt daran. Der nächste Kandidat ist der Patrick, der ist sicher Motorradfahrer, so wie er ausschaut, ist 30 Jahre ebenfalls aus Wien, okay, haben wir schon einen zweiten Wiener hier, und er ist Angestellter, hat einen Cut in der Wimpern. Hat einen Cut in der Augenbraue. Ja, und er ist süchtig nach dem Leben und das ist auch gut so. Und er findet Maluma sexy. Was ist Maluma jetzt schon wieder? Maluma ist ein Sänger. Naja, gut, hoffentlich findet er auch den Prince Charming sexy, weil sonst, ja, sonst ist er ein bisschen falsch in der Show. Der nächste Kandidat ist der Robin. Hat sehr dünne, sehr schmale Tattoos und Ohrringe und auch so Schlitze in den Wimpern. Ist 23, kommt ebenfalls aus Berlin. Er studiert Mode, Management im Master und ist Podcaster. Okay, einiges zu tun hat er anscheinend. Sein T-Shirt schaut sehr modisch aus. Ich persönlich finde es jetzt nicht so geil, aber gut. Er macht auch seine eigene Musik und er hat jede Dating-Plattform durch. Und wenn es auch hier nicht klappt, dann geht er nur noch ins Kloster. Ja, das ist dann wohl der letzte Ausweg, Kloster oder sehr viele Dating-Shows bei RTL. Der nächste Kandidat ist der Thomas, 30, ebenfalls aus Berlin wie die ganzen 7 anderen. Und sein Beruf ist Area Manager und Designer. Er hat auch ein paar Tattoos am Start. Sein hartes Erscheinungsbild erfüllt jegliche Bad Boy-Fantasien, aber innerlich ist er ein hoffnungsloser Romantiker. Und er kann nicht Fahrrad fahren. Okay, das ist ein bisschen schlecht, ich mag Fahrrad fahren. Und ja, das ist tatsächlich schon der letzte Kandidat. Wow, okay, das ging schnell, das waren jetzt alle 18 Kandidaten. Hier haben wir sie nochmal alle auf einem Haufen, wie sie dastehen und in die Kamera lächeln. Der eine Typ mit dem Hut, das ist tatsächlich der größte und der breiteste. Okay, es sind tatsächlich nur 18 Kandidaten und nicht 20 oder 22, wie bei der Princess Charming. Und hier links sehen wir schon den Kim Tranker. Aber yes, wie gesagt, am 17.
19. 18. sowas. Ich schreibe das hier nochmal hin. August fängt die Staffel an und natürlich gibt es dann auch alle Videos bei mir hier auf dem Kanal. Damit ihr diese Videos nicht verpasst, ihr Schlingel, die noch nicht abonniert haben, abonniert sehr gerne hier oben meinen Kanal. Hier oben und unten verlinke ich euch andere Datings- bzw. Challenge-Formate. Lasst mir sonst gerne einen Kommentar oder Meinung zu den Kandidaten da. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall in dieser Staffel. Bis dahin, eine schöne Zeit und alles Liebe und ciao, ciao. Ja, ich bin gespannt, was da alles abgehen wird.